Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin zurück aus der Sommerpause und fange gleich mal an, eine Runde Skyrim zu spielen. Brynjolf hat uns ja bei der Diebesgilde, beziehungsweise von der Diebesgilde, Aufträge gegeben. Habt ihr schon etwas für uns? Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich habe damals mal eine Quest angenommen, die nie beendet. Und zwar ging es um Schulden einzutreiben. Das heißt, drei Leute, die Schulden haben bei denen, die wir jetzt eintreiben werden. Mal gucken, wegstecken hier. Und jetzt schauen wir mal, ob wir finden. Ich bin gerade überlegen, wie die nochmal hießen. Ich glaube, das war irgendeine Helga und Kerava und Bersi. Ja, die haben jeweils ihre Schwachpunkte. Und man kann die alle erpressen, um Sachen von denen wiederzubekommen. Was werden wir tun? Wenn es nicht anders geht, werde ich den Kopf verpacken. Weiß ich nicht, ob ich die Quest so beenden kann, aber wir probieren es einfach mal. So, ja, hier ist richtig. Durch. Und rauf nach Riften. Ja, was habe ich die ganze Zeit gemacht in der Sommerpause? Keine Videos hochgeladen und nichts. Ich denke, man muss auch einfach mal eine Pause machen. Gerade im Sommer, es war so heiß, also da vor dem Rechner zu sitzen. Selbst wenn mein Rechner hier im Keller steht, das ist mir einfach zu heiß. Da habe ich keine Lust zu. Deswegen entschuldige ich mich ein bisschen dafür, dass keine Videos gekommen sind. Werden jetzt wieder regelmäßig welche kommen. Warum haben wir schon die ganzen Sachen, wo wir hin können? Also, was holen wir uns denn als erstes? Optional, Stil, Helgas, Treiber, Helgas, Schuldner. Okay, das ist natürlich nur in der Brynjolf, in der Zwischenflasche haben wir schon. Okay, also, versuch mal die Statue zu klauen. Ein Drache hat Königshain angegriffen. Aber warum? Warum diesen Ort? Gibt es denn... Geh mal einen Bienenstich rein. Ach gut. Da finden wir auf jeden Fall den einen. Mal gucken, was genau der hier sich gibt. Da sitzt er doch schon. Ich kann natürlich mit ihm reden, aber ich will mal ganz kurz gucken, was konnten wir machen? Was ist denn das? Was wollt ihr? Valenjai? Nutze Talenjai, um Kira ranzukommen. Okay. Wie habt ihr Kerava kennengelernt? Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Riften gekommen bin. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. Alter Schwede. Im Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Ich habe den Goldring bereits, aber ich brauche noch drei makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Sind Sie? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, welche habe ich solche auf Tasche, Großherzigkeit findet man heutzutage nicht mehr oft. Hier, nehmt das als Bezahlung für euer Opfer. Und ich, also wir beide, wir danken euch. So bin ich. Ah, perfekt. Okay, pass auf. Fragen wir mal nach, ob er sie zur Vernunft bringen kann. Bestärkt durch die Gerüchte darüber, wie schwach eure Gilde geworden ist, ist sie deutlich zu dreist geworden. So dumm bin ich nicht. Das Letzte, was ich will, ist ein Krieg mit euren Leuten. Kann ich verstehen. Dann helft mir, sie zum Zahlen zu bewegen. Schaut. Ich erzähle euch das nur, weil ich mir Sorgen um sie mache. Glaubt nicht, dass ich eure Taten gut heiße. Kerava hat Familie auf einem Hof in Morrowind. Wenn ihr sie ihr gegenüber erwähnt, hört sie euch vielleicht zu. Ich möchte aber nicht, dass jemand verletzt wird. Der Gedanke daran würde mich umbringen. Bin ich mal gespannt, wie Kerava aussieht. Also ist sie auch so eine Echsenfresse wie er? Passen sie gut zusammen? Wenn nicht, eklig. So, ja gut. Haben wir auf jeden Fall etwas? Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. So, da ist sie ja schon. Ja, den passen sehr gut zusammen. Wollt ihr ein Zimmer oder was zu trinken? Zeigt mir zuerst ein paar Münzen. Münzen. Wollt ihr jetzt was oder nicht? Seid ihr bereit, Brynjolf zu zahlen, was ihr ihm schuldet? Nein, und das werde ich auch nie. Schert euch raus aus meinem Gasthaus. Hier. Vielleicht sollte ich diesen Hof in Morrowind mal einen Besuch abstatten. Woher in aller Welt wisst ihr von... Bitte. Meine Familie bedeutet mir alles. Oh. Tut ihr nichts an. Dann bezahlt und ich werde die Sache vergessen. Ansonsten Kopf ab.
In Ordnung. Hier, bringt das zu Brynjolf und sagt ihm, dass ich ihm keinen Ärger mehr machen werde. Super, Schutzgeld eingetrieben. So, schnappen wir uns den nächsten Halunken, der nicht zahlen will. Wir haben die Nachricht. Wir haben die Nachricht erhalten. Ihr solltet eure Geschäfte ab jetzt anderswo tätigen. Okay, machen wir. Die ihr zahlt nicht. Oh. Einen verpfändeten Pfifferling. Briefer. Wollen wir hier jemanden kaputt machen können? Der Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Er sorgt sich zu sehr um Rifton und kümmert sich nicht genug um sich. Reden wir mal mit ihm. Also, was darf es denn heute sein? Okay, Mr. Honighand. Ich habe eine Nachricht von Brynjolf. Was? Oh, ihr seid einer von denen. Also gibt sich Brynjolf nicht mal mehr die Mühe, selbst aufzukreuzen, was? Wie lautet die Botschaft? Ganz einfach. Wenn ihr nicht bezahlt, passiert ein Unglück. Dumpfe Drohungen und geballte Fäuste können mich nicht umstimmen. Ihr Kerle hat bloß eine große Klappe. Das weiß doch jeder. Ich soll euch zahlen, um mich zu schützen? Ihr könnt euch doch noch nicht mal selbst schützen. Okay. Wir können gut auf uns aufpassen, glaub mir. Macht euch nichts vor. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man euresgleichen aus Rifthorn jagt. Mir reicht es. Ich ebenso. Ich habe eine Menge zu tun, also muss ich euch jetzt bitten zu gehen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ist das die schöne Vase? Leid, aber ich muss euch jetzt bitten zu... Also... Sagt Brynjolf, er wird ohne mein Geld auskommen müssen. Sicher? Nein, ihr werdet sie noch zerbrechen. Ach du meine Güte. Es tut mir leid, aber ich muss euch okay, jetzt... Okay, du drohst mir noch, dann machen wir die jetzt kaputt. Sagt Brynjolf, bitte, ich habe doch nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Macht meine Urne nicht kaputt. Noch mehr kaputt, wenn du willst. Das kann doch nicht sein. Ich kann nicht zahlen. Ich kann nicht. Bezahlt sie einfach, Bersi. Ich hau sie kaputt, Bersi. Bitte. Ich habe doch nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Macht meine Urne nicht kaputt. Bezahlt sie einfach, Bersi. Es tut mir leid, aber ich muss euch jetzt bitten zu gehen. Sagt Brynjolf, er wird ohne mein Geld auskommen müssen. Ja? Es tut mir leid, aber ich muss euch jetzt okay. bitten zu gehen. Wir müssen mal gucken, vielleicht kann ich ihn mit der Waffe kaputt machen. Sagt Brynjolf, er wird ohne mein Geld auskommen müssen. Ich kann nicht zahlen. Ich kann nicht. Okay. Ach du meine Güte. Wie sieht's jetzt aus? Nein. Diese möchtet ihr, dass ich noch mehr kaputt mache? Ist ja schon gut. Ich werde ab jetzt rechtzeitig zahlen, aber schlagt nichts mehr kaputt. Hier, nehmt euch euer Gold und lasst mich in Frieden. Aha, blödes Ding. Danke. So, holen wir uns den letzten. Das ist Helga, ne? Früher auf Festivals hat man auch immer nach Helga geschrien. Helga, Helga. Wenn man geschrien. So, da... Ach, da müssten wir aber was klauen, ne, um sie zu erpressen. Ein volltrunkener Wache. Helgas Herberge. War das bei Helgas Herberge, wo man was klauen konnte, oder war das woanders? Ich weiß es nicht mehr genau. Komm nach. Ja. So, und gehen wir mal zu Helga. Lalala. Ihr Helga. Seid es. Bitte tut mir nicht weh. Das liegt ganz an dir. Ich habe eine Nachricht von Brynjolf. Ich weiß, wer ihr seid.
Ihr habt die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Bitte, das hier ist nicht notwendig. Ich habe verstanden. Hier. Ich habe sogar die Bezahlung. War einfach. Na gut, muss ich nicht mal bei der Statue drohen. Hör zu, ich habe die Botschaft verstanden. Was wollt ihr denn noch? Ah, nix, wir gehen zu Brynjolf zurück. Ja, sehr gut. So, wir runter in die Katakomben. Das war gar nicht so schwer. Okay, es ist ja auch, man muss ja auch sagen, die Quest kann man wahrscheinlich früher machen. Erwartet, aber man muss ja auch nicht so viel kämpfen hier, also. Das Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Wintermorgen? Kaum. Die besten Preise und höchste Qualität im ganz Himmelsland. Brynjolf? Kann man hier eine Schnellreise in der Stadt machen? Geht das auch? Ja. Testet. Mal probieren, oder? Machen? Vielleicht ist es möglich. Ich weiß es nicht. Wenn jemand das weiß, in die Kommentare bitte. Muss ich nicht immer so weit laufen. Ah, sehr cool. Ja, bin gespannt, wie die Quest weitergeht hier. Muss auch nicht laufen, ne? Was ist das für ein Buch? Bettler.de. Bettler von Reden. Mit. Gehen wir uns nachher mal als Nachtlektüre durch. Blättert der Flach. So, ich bin gespannt. Oh, ich habe gesehen, ich näher mich den 500 Abonnenten. Das ist nicht wirklich viel, denken alle jetzt so. Ich finde das eigentlich fantastisch viel, weil ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich überhaupt 100 zusammen bekomme. Aber 500, das ist schon eine kleine Hausmarke. Bin gespannt. So, Brynjolf. Ihr habt den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Wo bin ich? Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren, kann teuer werden. Hier ist, was sie uns geschuldet haben. Gut gemacht. Und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein. 300 Gold, Essen. Okay, nee, Essenz, Entschuldigung. Was kommt als nächstes? Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Wenn da noch mehr Gold zu holen ist, bin ich dabei. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Bevor wir gehen, muss ich euch was fragen. Woran denkt ihr? Es heißt, ihr wäret in letzter Zeit nicht gerade von Erfolg gesegnet gewesen. Stimmt das? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Wisst ihr was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Ball. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Gerne. Heftig an. Hinterher? Begonnen, laut und deutlich. Folge Brynjolf. Na gut, den scheint es ja nicht so schlecht zu gehen. Allerdings möchte ich nicht mehr in den Katakomben wohnen. Okay, geh mal hinterher. Eingang, oder? Ne, jetzt. Bin mal gespannt. Jetzt werde ich wahrscheinlich das Allerheiligste geführt von dem. Sieht ein bisschen imposanter aus. Wer ist der Chef da oben oder was? Mercer, von dieser Person hier habe ich euch erzählt. Unser neuer Rekrut. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich.
Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussion. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Okay, ich verstehe. Gut, dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Wartet mal, ihr redet doch nicht etwa über Goldenglanz, oder? Selbst unsere kleine Vex ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass dieser Rekrut eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Hm? Denn dann soll er es beweisen. Gut, Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Brynjolf wird euch die Einzelheiten erklären. Mercer, habt ihr nicht etwas vergessen? Hm? Oh, ja. Weil Brynjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgilde. Okay. Willkommen in der Familie, Bürschchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt, also enttäuscht mich nicht. Wie komme ich zu meinem Anteil? Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Oh, und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Erzählt mir etwas über den Goldenglanz-Auftrag. Gut, Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringoth. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Was ist der Haken an der Sache? Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. Na und? Wir sind die Diebesgilde. Okay, klingt sinnvoll. Ja, unsere Kunden zu verärgern ist das Letzte, was wir tun wollen. Was ist mit Aringoth? Maven möchte, dass Aringoth am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Muss noch mehr über Goldenglanz erfahren. Gut, Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Dann zahlt Aringoth aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Mercer war nun verärgert, um es milde auszudrücken. Also haben wir Vex geschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das Gut zu bewachen. Söldner? Nicht die Wache von Riften? Genau. Aringoth hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Vex ist gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Eben, das macht Sinn. Seid auf der Insel vorsichtig. Diese Söldner nehmen keine Gefangenen. Okay, gehen wir nochmal zurück und reden mal mit Vex. Die haben wir gerade eben ja schon getroffen, da in der zersplitterten. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Vielleicht gibt sie einen ja nützliche Tipps. Sie war ja schließlich schon im Gut. So, da ist sie. Brynjolf also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen und euch einfach ins kalte Wasser geworfen, ohne euch die kleinen, gemeinen Details zu verraten. Richtig? Ich weiß, was ich tue. Wenn ihr mich anlügt, werde ich ganz sicher nichts für euch tun. Versprochen. Andererseits, wenn ihr mir einige dieser zusätzlichen Aufgaben abnehmt, steigt ihr auf meiner Liste ganz nach oben. Ich denke, ich könnte ein paar gute Ratschläge gebrauchen. Mit dieser Einstellung kann man hier reich werden und ein schönes, langes Leben genießen. Wir beide werden gut miteinander auskommen. Also, solltet ihr euch als fähig erweisen, habe ich jede Menge Aufträge für euch, um die Gilde wieder ins Geschäft zu bringen. Wieder auf Erfolgskurs? Schaut euch doch mal um. Die zersplitterte Flasche, die Gilde.
Es geht alles vor die Hunde. Noch vor ein paar Jahrzehnten war es hier genauso geschäftig wie in der Kaiserstadt. Aber jetzt kann man schon froh sein, wenn man nicht über einen Skewa stolpert. Hey, was ist geschehen? Passt auf. Ich weiß, dass die anderen mich für leicht verrückt halten, so etwas zu sagen. Aber ich will offen mit euch sein. Irgendwer oder irgendwas da draußen ist verdammt sauer auf uns. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber es geht nicht nur um uns beide. Wir sind verflucht. Ein Fluch? In jeder Gegend? Ich sage euch, was wir machen. Wir ignorieren diesen verdammten Fluch einfach und sorgen dafür, dass alles wieder so wird wie früher. Da kommt ihr ins Spiel. Ich habe jede Menge Arbeit für euch, mit der ihr uns bei der Rückkehr zu altem Glanz verhelfen könnt. Ihr müsst einfach nur fragen. Dann kommen wir beide so sauber wie nach einem Bad aus der Sache heraus. Okay. Wollen wir nochmal, Könnt ihr mich im Schleichen unterwegs? Könnt ihr mir irgendwas über Gut Kolden? Das ist ja. Können Sonderaufträge der Gilde helfen? Bitte die Gilde. Okay. Könnt ihr mich im Schleichen unterwegs? Wir reden gleich mit ihm. Ich würde einfach mit Darf ich euch einen Rat geben? Rex reden? Nehmt jede Arbeit an, die ihr bekommt. So. Bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge unmissverständlich klarstellen. Zum einen, ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Und zum Zweiten, ihr folgt meinem Beispiel und tut genau, was ich sage. Keine Fragen, keine Ausflüchte. Okay. Bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge unmissverständlich klarstellen. Zum einen, ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Und zum Zweiten, ihr folgt meinem Beispiel und tut genau, was ich sage. Keine Fragen, keine Ausflüchte. Dann verstehen wir einander ja. Gut. Jetzt ist es Zeit, dass ihr Erfahrung sammelt und ich will keine Zeit mit Nebensächlichkeiten vertrödeln. Worum geht es? Ich will nichts beschönigen. Es geht uns hier unten nicht gut. Keine Ahnung warum? Wer weiß. Der alte Delvin glaubt, es sei ein Fluch im Spiel. Ich glaube, er ist verrückt. Wenn ihr mich fragt, dann ist das einfach bloß Pech. Und was nun? Ihr könnt uns da draußen wieder einen Namen machen. Wir sorgen, dass sie uns fürchten. So wie früher einmal. Und dabei könnt ihr auch gleich ein wenig Geld verdienen. Das ist doch kein schlechtes Geschäft. Was meint ihr? Klingt doch gut. Okay, pass auf. Ich habe gehört, dass ihr zusätzliche Aufträge habt. Ich kümmere mich um Einbruch, Denunziation, Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, persönlicher zu. Fehlt mir etwas. Ganz einfach. Ihr brecht in ein Haus ein, schnappt euch einen bestimmten Gegenstand und seid wieder draußen, bevor die Bewohner überhaupt mitbekommen, was los ist. Der Haken an der Sache ist, dass ihr niemanden töten dürft, der dort lebt. Sonst könnt ihr die Bezahlung vergessen. Seid ihr bereit für einen guten alten Einbruch? Ah. Hier. Lasst mich vor der Gilde nur nicht wie ein Esel aussehen, indem ihr das Ganze vermasselt. Okay, begonnen. Der Einbruch. Ich hoffe, ihr bringt gute Nachricht. Okay, kann man vielleicht noch mehr Aufträge auf einmal nehmen? Ich brauche Training im Schloss. Na schön, aber wenn ihr verhaftet werdet, schiebt die Schulden nicht auf mich. Noch ein bisschen höher. Noch. Dieser seltsame Stein ist das wert? Es ist schon eine Weile her, seit ich einen davon gesehen habe. Das ist ein Stein von Barensia. Etwas wert? Nicht in diesem Zustand. Den Stein hat ein Dieb aus der zeremoniellen Krone Barensias entfernt, um seine Spuren zu verwischen. Wie viel gibt es davon? Ich glaube, es waren insgesamt 24. Die meisten Leute bewahren sie nur als Kuriosität auf. Im Laufe der Jahre haben einige Gildenmitglieder versucht, sie zu finden, aber ohne Erfolg. Nun, bis jetzt.
Ihr wollt ihn ganz sicher nicht kaufen? Hört zu, ich kann nur Dinge kaufen, die ich schnell mit Gewinn weiterverkaufen kann. Und diese Steine will niemand haben, wenn nicht der ganze Satz beisammen ist. Ich sage euch etwas. Kommt wieder, wenn ihr auch die restlichen gefunden habt. Sonst behaltet ihn. Vielleicht bringt er euch Glück. Okay. Ich habe erfahren, dass ihr Schwierigkeiten auf Goldenglanz hattet. Das stimmt. Dieser Taugenichts von einem Waldelfen, der ist viel schlauer, als ich erwartet hatte. Könnt ihr es fassen, dass dieser Mistkerl seine Wachen mehr als verdreifacht hat? Es müssen 8 von ihnen dort drinnen sein. Als wollte er uns herausfordern, zu kommen und ihn zu holen. Habt ihr irgendwelche Tipps, da reinkomme? Nun, es gibt einen alten Abwassertunnel, der sich auf der nordwestlichen Seite der Insel in den See ergießt. So bin ich dort hineingelangt. Sicher ist er immer noch unbewacht. Okay. Ein Sonderträger der Gilde helfen. Macht ihr Witze? Seit sich das Glück der Gilde gewendet hat, ist uns das Gold ausgegangen. Und als das Geld knapp wurde, blieben auch die Leute fort. Wir hatten hier immer von allem das Beste. Der Ratenweg war ein richtiger Palast. Die glanzvollen Zeiten kehren erst zurück, wenn wir die zusätzlichen Aufträge ausführen, damit wieder Geld hereinkommt. Wie waren denn die ruhmreichen Tage? Die zersplitterte Flasche war einmal eine Stadt unterhalb der Stadt. Wir hatten unseren eigenen Schmied, unseren eigenen Alchemisten, einfach alles. Wenn wir uns im Himmelsrand wieder einen Namen machen können, kann ich euch fast versprechen, dass diese Händler wieder zurückkehren werden. Das Beste wäre, dass wir mit Gold nur so um uns werfen und wieder ein Leben im Luxus führen könnten. Okay. So, wir haben von ihr schon mal zwei, drei Aufträge. Wir gehen nochmal zur Uhr. Der sitzt da jetzt. Schnacken wir nochmal mit Delvin. Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Dann gib mir mal einen. Ich bin für die Diebstähle, Bilanzfälschungen und Raubzüge zuständig. Die etwas delikateren Aufträge. Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Ach alles. Erzählt mir was über die Bilanz. Die meisten Unternehmen im Himmelsrand dokumentieren ihre Aktivitäten in einem Geschäftsbuch. Euer Auftrag wäre es, die Zahlen in diesen Büchern so zu verändern, dass dadurch die durch unsere Aktivitäten entstandenen Defizite verschwinden. Lust, den Griffel zu schwingen? Auf jeden Fall. Das höre ich doch gern. Also zieht los. No. Seid ihr fertig oder nicht? Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Könnt ihr mich im Schleichen unterrichten? Bleibt an meiner Seite. Dann wird niemand eure Anwesenheit auch nur ahnen. Uwe. Okay, müssen wir noch einen höher kommen, um weiter zu trinken. Könnt ihr was über gut Goldenglanz erzählen? Passt auf euch auf da draußen. Die von Arengoth angeheuerten Söldner sind professionelle Mörder. Fragt mal unsere arme kleine Vex. Macht und Stolz. So, jetzt haben wir einige Aufträge alle bekommen. Augen sind auf euch gerichtet. Enttäuscht uns nicht. Haben wir einige Aufträge angenommen, die wir jetzt gleich mal angehen würden. Ich würde sagen, wir fangen als erstes mal mit den Aufträgen von Vex an. Die auch direkt rauskommen. Ah, perfekt. Mal einen kürzeren Weg wahrscheinlich. Ihr habt es geschafft. Schön, euch zu sehen. Ich werde nie vergessen, wie ihr mich vor diesem wahnsinnigen Talmoor gerettet habt. Hab ich? Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Aber wenn er es sagt, nett zu sein. Cool, also es ist eine Abkürzung hier. Oder Giebes Gilde, das ist natürlich super. Über den Friedhof. Ah. Ja, gut, also wir werden Vex Auftrag angehen, aber erst in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder so ein bisschen mit reingekommen. Mir hat es auf jeden Fall irgendwie gerade richtig Spaß gemacht, auch das ganzen Geschichten nochmal zu hören da. Ich finde, man kommt immer so ein bisschen rein in Skyrim, da muss man immer sich so ein bisschen vertiefen, weil sonst hat das Ganze gar nicht so. Ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen, wir sind zurück und ja, Skyrim ist erstmal der Start, aber natürlich geht es mit Battle Chases und den anderen Sachen auch weiter und neueren Spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.
We'll be right back.